Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei König Matteo immer noch. Der ist 36 und führt gerade einen Krieg gegen Schweden. Allerdings ist den Schweden das offenbar ziemlich egal. Die kommen gar nicht zur Verteidigung. Beziehungsweise so viel haben sie auch gar nicht zur Verteidigung. Und ich habe natürlich eigentlich gar keinen Bock, hier nach Schweden hochzufahren, um irgendwie den Kriegsstand in Ordnung zu bringen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch furchtbar langweilig, hier einfach zu warten. Ob man jetzt die Armee einfach auflöst hier? 2 Monate wird es dauern. Ich glaube, das mache ich, weil ich habe jetzt keinen Grund, hier die Armee stehen zu lassen. Frage. Könnte hier Ansprüche von Herzog Adalberto? Wer ist denn das? Ach so. Er hätte auch Ansprüche darauf. Wie kommt denn das? Muss der irgendwie geerbt haben. Aber wie denn überhaupt? Aber ich meine, der hat halt Mähren. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Was ist denn mit den Geschwistern von ihm? Es gibt ja hier noch diesen anderen Neffen. Sucht den Hof. Der hätte ja auch noch einen Anspruch. Das Turnier verspätet sich schon wieder. Freund und Prinz Domenico von Italien. Ja, freut uns, ihn zu sehen. Schön. Ja, schaut mal. Ich habe Truppen gefunden. Da sind doch noch welche gekommen. Da müssen wir jetzt die doch nochmal wieder ausheben. Habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Aber kein Problem. Wir heben hier einfach die Leute aus. Müssen wir natürlich einmal abbrechen hier. Das versammeln. Und die dann darüber schicken. Die werden dann mal kurz diese Armee hier platt machen, denke ich. Er ist beeinflusst. Gibt es denn jetzt noch einen Vasallen, der mich nicht mag? Ja, hier, sie von der Toskana. Beeinflussen wir doch sie so lange. Ja, das war's jetzt schon wieder mit der großartigen Truppe von Schweden. 90% Kriegsstand durch diese eine Schlacht. Ja, wahrscheinlich, weil wir sie komplett vernichtet haben, ne? Naja, dann lösen wir die auch wieder auf. Da kennen wir doch gar nichts. So, ich wollte mich hier um den anderen kümmern. Andrea Unrohrhinger. Kann ich den an meinen Hof holen? Nee, kann ich nicht. Kann ihm nicht mal die Vormundschaft anbieten. Ach, hey. Was? Wo steckt der? Ach, jetzt ist der wieder hier oben angelandet. Okay. Wo sind eigentlich meine ganzen Sammelpunkte? Warum sehe ich die immer nicht? Dann legen wir den jetzt einfach mal hier da hoch. Und hier unsere Truppen wieder raus. Man kennt das ja schon. Und dann fängt das Ganze wieder an, dass hier halt nicht gesammelt wird. So. Alle treffen sich hier. Und? Kümmern sich um den hier. So, das war's dann wohl. Kam da schon immer so ein Trompetenmarsch oder woher kam das jetzt? So sei es. Diese Grafschaft ist jetzt auch unsere und damit müssten wir jetzt eigentlich in der Lage sein,
den Titel Herzogtum Provence zu schaffen. Den wollte ich gern haben. Ja, kostet ein bisschen Geld, aber Provence gehört jetzt uns, das Herzogtum. Außerdem könnten wir natürlich jetzt auch mal gucken, was wir jetzt eigentlich bauen können. Es gab ja jetzt hier Möglichkeiten. Achso, Moment. Wird das mal ein Pavia? Achso, ich glaube, es gibt keine weiteren, es gibt nur Upgrades dafür, ne? Könnten das verbessern? Nee, kann ich nicht, weil ich nicht den Donjon habe. Kann ich die Jagdhütten verbessern? Das kann ich machen. Immerhin etwas. Gibt es denn sonst noch was, was ich verbessern kann? Ja, hier haben wir generell noch recht wenig. Da könnte man jetzt vielleicht mal so ein Armeelager aufbauen. Und in Pavia. Glücksmeinung minus 11 durch Angriffskriege. Ist natürlich unschön. Der Kaserne? Ja, ich würde meine Kaserne hier hinbauen. Was macht mein Brescia? Haben wir ja generell noch nicht so viel, ne? Vielleicht auch ein Jagdgebiet. Wir mögen es zu jagen. Und ich glaube, wir müssen noch die Kontrolle wieder erhöhen. Fest mal in Florenz bei unserer Herzogin. Machen wir natürlich mit. Eine herzliche Begrüßung. Ja, hoffentlich lohnt sich das. So, Kontrolle in Fossalquier. Wir machen 25,9 pro Monat. Das ist echt richtig gut. Wir haben fast 15.000 Mann. Das ist auch richtig gut. Wir könnten einen Kriegerorden gründen. Ja, ist vielleicht auch irgendwann mal ein Thema. Der hat noch keinen Ausbildungsschwerpunkt. Das kann er noch werden. Und der ist krank. Oh nein, unser Sohn ist krank. Mit 1. Das ist auch traurig. Für unsere Prinzessin Aurelia müsste man natürlich über kurz oder lang dann auch mal einen Ehepartner finden. Die Frage ist nur, wo? Kann hier nur einen Religionskrieg machen. Ich glaube, das liegt daran, dass unsere Mutter ja weiblich ist und er ein männlicher Herrscher. Deswegen kann man das nicht durchziehen. Gottlose Memme. Bisexuell, unzeugungsunfähig und trotzdem zwei Söhne. Ich komme da echt nicht drüber hinweg. Wen haben wir denn noch so? Ach ja, wir haben jetzt noch eine neue Gefangene, ne? Ist alles erlaubt? Das kennen wir schon, das Event. Das hatten wir schon mal mit ihm. Ränkespielherausforderungen, geübt in Überfalltaktiken. Ja, machen wir es so. Was ist er denn für einer? Inselchristlich. Ach, wisst ihr was? Der Typ ist mir total egal. Den werden wir einfach hinrichten. Welf Ivrea. Ist immerhin recht fähiger Anführer. Wenn man den rekrutieren könnte, wäre das gar nicht so verkehrt. Gunnar ist eher nicht so begabt. Den hechten wir auch einfach hin. Dann haben wir Petronilha de Blanchegard. Eine Bluterin. Ja, 25. Oder die wieder haben. Doch mal die Bekehrung verlangen. Was haben die für Ansprüche hier? Das ist mir eigentlich egal. Unsere Frau ist schon wieder schwanger. Sehr schön. Dann haben wir noch eine
Margarida de Blanchegard. Sie ist eine religiöse Eiferin. Die wird sich bestimmt nicht bekehren lassen wollen. Bin ich mir relativ sicher. Nee, macht sie nicht. Dann... Tja. Wann sie dann um? Eigentlich als religiöser Eiferer? Denke ich schon. Ja, und Herzog Ruslav, der wird bei uns im Kerker bleiben. So, was ist denn jetzt schon wieder? Entwicklungsverhandlungen, angeregte Entwicklung. Entwicklungszusatz, auch nicht schlecht. Ach so, da fällt mir gerade ein. Ich könnte den vielleicht auch mal wieder auf Entwicklung in Gemeinde setzen, weil die ist ja doch eher schlecht bei uns. Wir haben einen neuen Kriegsvorzug, das ist natürlich dann die Sapeure. Belagerungsfortschritt für verschiedene Truppen. Nein, Herzog Ruslav wird nicht ausgelöst. Da kann er sich auf den Kopf stellen. Das wird nicht passieren. Der Prinz Raoul von Westfranken, unser Freund, bittet uns, ihm gegen einen Bauernaufstand zu helfen. Also das wird er ja wohl selber hinbekommen, oder? Wir nehmen das natürlich an, aber ich hoffe doch, dass er das selber lösen wird, das Problem. Also so ein paar Bauern, das sollte er doch mal hinkriegen. So, schauen wir mal, was macht er? Ja, komm, also... Ich weiß gar nicht, warum der mich überhaupt da reingerufen hat. Absolut lächerlich. Ich meine, dass wir ihn jetzt auch... Nee, Heirat arrangieren wollte ich nicht. Warum kann ich ihm denn keinen Krieg erklären? Keinen Kriegsgrund? Ach so, das gehört wahrscheinlich de jure gar nicht dazu. Ja, das gehört nicht dazu. Das ist einfach eine Provence. Der soll doch bekehren, oder? Hatte ich da nicht mal was gesagt von bekehren? Ich dachte so, Fürstenberg müsste bekehrt werden. Tja, Aquitanien wäre dann der nächste. Wir haben schon wieder einen Sohn. So viele Söhne. Rodolfo. Nennen sie ihn. Rudefreu. Ellenhardt, wie die alle heißen hier. Wilfredo Pietro. Na, nehmen wir Pietro einfach. Also die kriegt jetzt hier echt einen Sohn nach dem anderen. Mir wäre es natürlich auch lieb, wenn sie einfach mal ein paar Töchter bekommen würde, weil so gibt es natürlich wieder die Erbteilung schlechthin. Herzogin Brunhildes Vasallenbande. Wie sehen die denn aus? Ist doch alles normal. Das lassen wir durchgehen. Dann bekommen wir ein schwaches Druckmittel gegen sie. Das ist auch gut. Und hier bei den Fraktionen, ja gut, die möchte natürlich immer noch Königin werden. Wir haben hier eine Unabhängigkeitsfraktion aus mehreren. Das finde ich wiederum nicht so schön. Oh, jetzt habe ich irgendwas angeklickt, das ich gar nicht anklicken wollte. Ich weiß nicht, was ich angeklickt habe. Eine Sache gibt es auch noch, die würde ich gerne noch machen. Und zwar können wir endlich das Kaiserreich Italien gründen. Und ich denke, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, dann werden wir das natürlich auch machen. Ja. Es gehört dann jetzt alles zu uns. Die ganzen Königreiche hier, werden wir den Titel schaffen. Kostet uns 1000 Gold, wir erhalten 500 Prestige. Und unser Bruder hat die Unruhochinger Ravensburg gegründet. Ein Festmahl, ja, machen wir mit.
Königin Mutter Margarete von Jerusalem. Ach so, natürlich. Die war ja verheiratet mit ihm. Und ich glaube, wer wird denn jetzt eigentlich Grünigen erben? Tatsächlich geht das nach Jerusalem. Das finde ich irgendwie gar nicht so gut. Hatte ich nicht mal irgendwas gesagt, dass das gar nicht außerhalb des Reiches beerbt werden kann? Mir war so. Kaiserreich Italien. Ja. Viele von Vasallen können nicht an Charaktere vererbt werden, die nicht aus dem Reich stammen. Eigentlich würde ich meinen, dass das dann dafür auch gilt. Ne? Achso, das ist ja auch gar nicht der Fall. Wer ist denn das? Das ist der Sohn von ihm. Das macht es nun auch nicht wirklich besser, ne? Weil, also, wer erbt dann Jerusalem? Was haben denn die für eine Erbteillinie? Was ist denn das? Ach so, die haben so eine Tarnwahl. Ach so. Gut, das Kaiserreich Italien ist auf jeden Fall gegründet. Das haben wir auf jeden Fall mal hingekriegt. Schöne Sache. Als Kaiser gehören uns natürlich einige Sachen. Gut, ich meine in Italien nicht so viel. Wir haben doch sehr viele Sachen, die gar nicht zu Italien gehören. Aha. Das Königreich Großmähren könnte man noch gründen. Wäre natürlich auch eine Idee. Jetzt haben wir natürlich gerade nicht genug Geld dafür. Selbst der nächste sorgsame Pflege durch unsere Gattin. Die ist schon wieder schwanger. Unglaublich. Also von der guten Frau scheinen wir ja doch nicht genug zu bekommen zu können. Erstaunlich. Ein Kind nach dem anderen. Und immer Söhne. Das ist allerdings eher ein Problem für mich, ne? Wie sieht denn das jetzt eigentlich aus? Wir schauen uns mal die Nachfolge an. Also, im Nachfolgefall werden wir natürlich Romagna verlieren. Dann bekommt einer die Provence. Und einer bekommt Brescia und Tortona. Ja, in dem Fall würde ich versuchen, dass wir irgendwie noch einen weiteren, größeren Titel bekommen, den wir dann abgeben können. Was ist denn hier passiert? Herzogtum Raab? Bei dem wir Krieg erklären? Aha. Aber das ist nur ein de jure Ding. Wie viele Teiltouristen gibt es denn eigentlich? Nur die, ne? Wäre ja auch eine Idee. Das wäre ein größerer Krieg. Aber Ungarn, ich weiß auch nicht, ob man das wirklich will. Burgund ist allerdings waldensisch. Wenn ich den Religionskrieg erkläre, dann ist das Westfrankenreich mit von der Partie. Das finde ich noch schlechter. Genauso wie auch hier. Bei den Ostfranken sieht es ähnlich aus. Hier wären natürlich auch nochmal Ostfranken. Die sind allerdings katholisch. Ich glaube, da habe ich überhaupt keinen Kriegsgrund. Schwaben. Auch Waldenser. Ich weiß halt nicht, wer dann alles mitmacht. Auf jeden Fall diese drei würde ich... Ne, die nicht. Die sind ja katholisch. Die sind waldensisch. Die sind waldensisch. Eigentlich wäre ich der Meinung, dass nur die teilnehmen können. Aber ich bin mir immer nicht sicher, ob nicht auch die Nachbarn von mir mitmachen. Und das wären dann halt auch Westfranken und in Aquitanien. Das wollen wir eigentlich nicht. Dann haben wir hier noch einen größeren Grafen. Was können wir von ihm bekommen? Ja, das Herzogtum Böhmen können wir de jure bekommen.
Das ist allerdings das von Herzog Ruslav und das sehe ich irgendwie nicht ein, dass ich dem auch noch Land geben soll. Wo ist Mähren als Königreich? Brauche ich eigentlich auch nicht. Nee, also die beste Sache, die besten Sachen finde ich im Moment hier im Osten. Dalmatien ist orthodox. Byzanz ist auch nicht so klein und die sind immer noch asatruisch. Da hätte ich natürlich immer noch den Religionsjoker. Das sind allerdings auch ein paar weitere Reiche noch im Umkreis, oder? Nee, gar nicht. Da wäre ich, glaube ich, relativ safe. Gegen Byzanz. Wie sieht es eigentlich mit meinen Verbündeten aus? Ich habe ja so ein paar. Könnte Prinz Raoul schon ein paar Leute noch mit reinholen. Die meisten sind zwar bei mir mit im Reich, aber ich hätte schon noch ein paar kleinere zumindest, die noch mithelfen könnten. Und dann könnte man hier vielleicht was bekommen. Was gibt's denn da so? Was kann ich denn hier bekommen? Ach, hier gibt's auch Ansprüche. Was sind denn das für Herzogtümer? Kroatien zum Beispiel. Das wäre doch eine Idee. Wir versuchen uns nochmal gegen Byzanz. Unser Vorgänger hat das ja auch schon mal probiert und das ging total nach hinten los. Die sind auch mit Ruthenien verbündet, aber Ruthenien ist jetzt nicht so das Problem. Die sind ja nur 1500, das bisschen da hinten. Als die hier sind, haben wir die längst kaputt gemacht. Ich meine, bei 15.000 Mann, fast 16.000 eigentlich, gegen 11.000, plus das sollte doch eigentlich möglich sein. Oder? Das sollten wir doch eigentlich schaffen. Was hat er denn hier für Sorgen? Ja, das... An wen verlieren wir das, wenn der stirbt? Ich dachte immer, wir hätten geklärt, dass es nicht außerhalb des Reiches vererbt werden kann. Ah! Nee, der erbt selber die Steiermark. Und dadurch würde er aus unserem Reich rausfallen, weil das wiederum zu katholisch Bayern gehört. Ah, so rum. Und von wem erbt er das jetzt nochmal? Herzogtum Steiermark? Warum erbt er das nicht? Warum erbt ihr Sohn das nicht? Weil er nicht zu den Wilhelminen gehört? Das könnte sein, ne? Naja, gut. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ansonsten hätten wir als Option auch noch, wir könnten auch Dalmatien angreifen. Die sind auch nicht so stark. Ihren Verbündeten zusammen bringen die es auch nicht so weit. Auch eine Idee. Aber Kroatien reizt mich eigentlich ein bisschen mehr. Ja, ich denke, wir werden Kroatien Byzanz angreifen eigentlich. Jetzt, wo wir beide Kaiser sind, ist das dann doch ein Duell auf Augenhöhe, würde ich sagen. Oh, wir könnten sogar ein Königreich bekommen. Können nur einmal im Leben einen Invasionskriegsgrund, aber ich meine, das Königreich von Kroatien interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Nee, das Herzogtum, das reicht uns jetzt erstmal. Herzogtum Kroatien. Innerhalb des Zieltitels werden alle Titel von... Ja,
asatruischen Herrschern übernommen und alle kratholisch Herrscher zu Vasallen von uns. Das ist klar. Es ist ein Religionskriegsgrund. Also es ist auch nicht ganz ohne Risiko, aber ich würde sagen, wir probieren das. Wir haben hier einen neuen Religionskrieg und den werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dann, macht's gut, eure Miri.